Christian kam die Nachricht, ich muss zum Bund, können Sie mir helfen? Da habe ich einen Brief geschrieben, dass ein Christian Lillinger mit einer Waffe in der Hand möglicherweise eine Gefahr für die Bundesrepublik Deutschland darstellt, aber mit Trommelstöcken in der Hand gut ein international-kulturelles Aushängeschild für Deutschland werden kann. Das ist die Zukunft, wenn man so eine Herangehensweise hat und wie es Christian praktiziert. Ist kein Stillstand in dieser Herzmusik. Dieser Typ verfolgt einfach sein Ding ganz kompromisslos. Ich glaube, wir haben das gleiche Ziel. Wir wollen die Welt mit unserer Musik verändern. Klar, wenn jemand eine große, extreme Gefühlswelt oder innere Welt hat, Dinge, die über die er nachdenkt, dann wird auch in der Musik eher eine große Spanne zu finden sein. Ganz bestimmt. Die Leute spielen so, wie sie auch als Menschen sind, wie sie reden, wie sie denken, wie sie ihr Leben gestalten. So, da ist ein ganz direkter Zusammenhang. Es ist natürlich positiv, dass er auch den schweren Weg geht, den ich selbst auch gegangen bin. Der macht keinen Kompromiss. Der spielt genauso, wie er im Moment empfindet. Man sieht deutlich, was er macht und was er will und so weiter. Aber er ist trotzdem sehr überraschend die ganze Zeit. Er hat immer neue Ideen. Er ist einfach interessant als Musiker und natürlich als Mensch, auch wenn wir uns nicht gut kennen. Nee, ich hab 5. Oh, super. Doch, 5 habe ich auch. Habt ihr einen Tourplan? Okay. ja, wir haben einen Tourplan. Oh Mann, cheers. So, wir spielen morgen in Köln, dann spielen wir in Berlin. So, dann sind wir nächsten Monat in Jazz Baltica. Festivals haben eine ganz besondere Atmosphäre und sie ermöglichen häufig Bedingungen für Jazzmusiker, die sie eben in Clubs nicht bekommen. Das fängt bei der Technik an und hört bei der Betreuung auf. Es gibt eine Tendenz bei den Festivals, dass die Festivals weniger mutig sind als früher. Also das ist was das Programm angeht. Man geht weniger Risiko ein. Also man versucht sich schon die Acts zu sichern, die beim breiten Publikum ankommen. Ich kann mich nur erinnern, dass ich ihn erstmal abgelehnt habe. Weil ich hatte keinen richtigen Platz in dem Festival von dieses Jahr. Und dann habe ich ihn gleich sofort hinterhergefeuert, eine Mail mit. Aber bitte, dann hör dir doch bitte das nochmal an. Bevor du einfach so. Hörst du aber nochmal an. Er gibt ja nie auf. Und das finde ich auch gut so. Er hat dann ein letztes Versuch gemacht. Und dann habe ich sofort gedacht, okay, overruled, du bist drin. Und dann kam die Zusage, das war so ein Glücksfall. Bei Jazz Baltica würde ich jetzt sagen, es ist relativ ungewöhnlich, dass so eine progressive, avantgardistische Band spielt.
wie Amok Amor. Ich glaube, dass Musiker wie Nils Landgren durchaus auch ein Bewusstsein dafür haben, dass es so wichtig ist, dass es Bands gibt wie Christian Lillinger, die einfach auch ein Publikum verdient haben. Weil man muss ja auch ein Zeichen setzen, dass die auch eine Chance haben, auf größere Festivals zu spielen. Und dann verlässt man sich natürlich darauf, dass die was präsentieren wollen, was gut ankommt. Und davon gehe ich aus. Wenn ein Musiker den Wunsch hat, ein größeres Publikum zu erreichen, dann tut er gut daran, sich auch damit zu beschäftigen, was das Publikum von ihm erwartet. Das heißt nicht, sich anzupassen. Das heißt einfach nur, auch auf seinen Hörer einzugehen. Von dem Augenblick, wenn er anfängt zu spielen mit seiner Band, dann ist er verantwortlich für seinen eigenen Erfolg. Die Entwicklung, die Christian gemacht hat, die ist schon sehr beachtlich. Weil wenn man schaut, wo er herkommt, einfach der Horizont, der in so einem kleinen Dorf im Spreewald gegeben ist, der ist ja ein ganz anderer als der, den er jetzt hat. Er konnte nicht stille sitzen. Er hat ständig mit den Händen gewackelt und also konnte also nichts irgendwie so in Ruhe machen. Ja, er wusste nichts anzufangen mit sich. Also er hatte kein Hobby, er hat nicht Fußball gespielt, er hat sich auch wenig mit Freunden getroffen. Also das war schon ein bisschen so ein bisschen Einzelgänger. Immer wenn ich Streit mit meinen Eltern hatte, das war ziemlich oft, weil ich dann habe ich dann irgendwie gemalt. Ich habe immer so einen Rückzugsort, wenn Streit mit meinen Eltern waren. Also es war eine ziemlich schwere Zeit einfach. Und ja, mich verbindet einfach nicht wirklich was mit dem Dorf als solches. Wir sind einmal nach Berlin gefahren, als die Mauer auf war. Ich glaube, es war dann Anfang 90er. Und dann war es so, das war halt super viel Licht. Es war unglaublich. So viel Licht habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Schaufenster und so weiter. Ich habe halt nur Graues gesehen. Meine Eltern haben, glaube ich, nicht wirklich was für mich vorgesehen. Die hatten immer nur Sorgen, dass überhaupt mal was wird aus mir. Es ging los mit 12. Da hatten wir den Einfall gehabt, dass der Junge ein Instrument spielen muss. Dann kam wir drauf, Schlagzeug. Keine Töne, hat man schnell Erfolge. Und dann hat er mal mitgenommen zu einem Schlagzeuger. Und hatte sich eigentlich gar nicht so sehr dafür interessiert. Also keinerlei Anstalten über musische Begabung gemacht. Zwei Tage später, ich komme nach Hause von der Arbeit, da höre ich ihn. Bei sich in seinem Zimmer hat er aufgebaut. Alles, was er gefunden hat, wo er nur draufhauen konnte. Ab dem Punkt war es ein 100%iger Selbstläufer. Besessen, genau. Also er kam aus der Schule und hat da von 2:30 bis abend 9:30 geübt. Er hat wohl zu Hause auch durchgesetzt, nicht auf Klassenfahrt zu fahren, damit er üben konnte. Das muss man sich auch mal vorstellen. Er hatte ständig diese Sticks in der Hand. Sogar beim Schlafen hat er sie mitgenommen. Früh, manchmal lagen sie daneben. Es hat kein halbes Jahr gedauert, dann habe ich schon gar nicht mehr durchgeblickt, was er da überhaupt spielt. Er hat Sachen hinbekommen, da habe ich Jahre für gebraucht. Wunderkind kann man schon sagen. Also so eine Art Schüler, der hat man vielleicht nur ein bis zweimal im Leben. Die Zeitungen haben mal geschrieben, es kam wie Phönix aus der Asche. Wie das möglich ist, weiß ich auch nicht. Wie man in so kurzer Zeit so eine Leistung bringen kann. Ich habe durch die Musik irgendwie so die Welt kennengelernt, so ein bisschen, wie sie sein könnte. Irgendwie viel freier. Und das wollte ich irgendwie, das habe ich gespürt zumindest. Er hat dann gesagt, er will studieren, Musik, und da hatten die Lehrerinnen total ausgelacht. Das wird nichts. Du wirst eh nichts hören. Ich habe den Jazz gehört, und zwar nur gleich Free Jazz, so total anti. Das war so ein bisschen so Punk-Attitude, hier können mich alle mal, ich bin echt anders. Dass er sich für Jazzmusik dann interessiert hat, das ist ein deutlicher Beweis, dass er aus einer, sagen wir mal,
aus einer wie auch gearteten Enge heraus wollte. Er war für die ganze Familie von uns eigentlich früher der kleine Trommler, aus dem nichts wird. So hat man das gesehen. Und dann ist es doch anders gekommen. Das war ein Donnerstag im Januar, der Tag der offenen Tür an der Hochschule für Musik Karl Maria von Weber in Dresden. Damals war ich 15 und dann gab es so ein separates Vorspiel, was man machen konnte, so einfach so als Test. Wie wäre es denn, wenn? Ganz viele sind rein in der Mitte in dem Kreis und haben dann vorgespielt und Christian wollte nicht. Ich habe mich einfach nicht getraut, da war es in dem Augenblick ziemlich zu bei mir. Ich habe mich einfach nicht getraut, da habe ich meine Mutter so vorgeschubst. Und wir haben uns dann den Christian angehört in unserem Schlagzeugraum, den großen unten. Und das war eine Offenbarung. Das Spiel hat sich sehr unterschieden von dem Spiel der anderen Schlagzeuger. Und wir waren davon überzeugt, dass wir diesen jungen Menschen unbedingt an die Hochschule haben wollten. Und man muss wissen, die Zugangskriterien für eine Hochschule, die sagen ganz klar und deutlich, Abitur ist vorzuweisen und das 18. Lebensjahr muss erreicht sein. Der Genieparagraf sagt, dass bei besonders begabten Jugendlichen man diese Ausgangskriterien außer Kraft setzen kann, wenn es einen Mentor gibt, einen begleitenden Mentor gibt, der sozusagen die Verantwortung über den Jugendlichen dann übernimmt. Und das kam mir natürlich zu. Und ich wusste, den möchte ich in meiner Nähe haben. Bei der Aufnahmeprüfung dann, 3 Monate später, war es dann klar, dass er bestanden hat. Und mit 16 hat er dann studiert. Und für mich war dann halt klar, weiter geht's, nächste Stufe. Hat sich gelohnt. Ja, alles war toll. Vanya. Wir kannten uns schon seit irgendwie 10 Jahren, kennen wir uns jetzt oder sowas. Petter habe ich damals in Kopenhagen gesehen und fand ihn super. Und so war so eine Art Trio geboren. Und dann später ist die Band entstanden, dass wir dann halt irgendwie noch weitermachen wollten, aber dann irgendwie so als Quartett mit Trompete. Und ja. Also der Peter, zu den kennt man in Europa natürlich schon. Hat sich wahnsinnig viel da spielt. Das ist unglaublich, ja, von Peter. Schlagzeuge meist nicht. Aber irgendwann dann ja. Im Stadtgarten zum Beispiel habe ich jetzt schon mal gespielt. Ich kenne das Schlagzeug. Ich wusste, dass vorher Frequenzprobleme existieren hier an der Bassfront. Ja, ist so ein singender Ton, der im Raum steht. Aber ich jetzt ein bisschen durch diese Art Verfahren so ein bisschen weg. Christian ist jemand, der sein Schlagzeug so stimmt, dass es total geil klingt. Und teilweise ist es dann aber so, dass es so ein bisschen in Frequenzen reinspielt, die in anderen Instrumenten halt auch unterwegs sind. Und da muss man dann halt gucken, wie man sich da gegenseitig nicht in die Quere kommt. So it's kind of like making a match between the two, basically. And then again, it's all about volume as well. Wenn der Bass zu laut ist oder zu leise, dann ist das ganze Konzert eigentlich auf wackeligen Beinen. So,
Soundcheck. Das ist einfach wichtig, dass es rüberkommt. Wenn es nicht rüberkommt, dann versteht man es nicht. Und dann würde ich selber auch mit dieser Art Musik, die auf Kommunikation basiert, totale Probleme haben. Wir sind jetzt fertig. Die Jungs müssen nur ihre Trompete auspacken, beziehungsweise Saxophon. Und dann hat sich das erledigt. Ja, yeah, das ist fein. Sorry. Das ist relativ entspannt, das Ganze. Ja. Aber sind trotzdem zu spät und ich bin gepisst. Was als allererstes, glaube ich, auffällt bei ihm, dass seine Taktung insgesamt bestimmt 30% schneller ist als bei allen anderen Schlagzeugern, die man so oder die ich so gehört habe bisher. Eine Grundvoraussetzung ist die Möller-Technik mit so großen Doppelschlägen. Erst der erste Schlag geht die Hand auf und beim Rebound zieht man nur noch die Hand zusammen und hat zwei Schläge mit einer Armbewegung. Und er macht nicht nur zwei Schläge, sondern kommt immer hier vor, wie so viele er will. Wenn ich mir die Musik anhöre, dann höre ich im Prinzip sehr energetischen Jazz. Es passiert relativ viel. Die Rollenverteilung der Instrumente ist aber eigentlich relativ traditionell. Das Schlagzeug spielt Groove, der Bass spielt Basslinien und die Solisten Melodien und Soli. Ich meine, die Einflüsse, die sind ungezählt. Wirklich, egal ob elektronische Musik, neue Musik, Hip-Hop, Noise. Christian hört sehr vielschichtig und sucht sehr vielschichtig. Also es hört nicht bei einem normalen Beat auf, sondern über diesen Beat hört er einen anderen. Wenn ich sage 1, 2, 3, 4 ist ein Raster und dann läuft er noch 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 und oben dran oder 1, 2, 3. Erstmal denkt man, wo ist denn der Beat? Und dann, je mehr man das hört, je mehr wird man begeistert davon, dass man merkt, es sind 25 Beats gleichzeitig. Wie er Rhythmiken neu verschaltet, also bis in die Mikro-Times hinein, das ist sensationell. Also das habe ich ja noch nicht gehört. Das ist ja wirklich Musik mit viel Ebene, Musik mit viel Bewegung, Musik mit viel Emotionen. Besser kann ich das nicht beschreiben, als es ist verdammt gute Musik auf seine eigene Art und Weise. Und ein Jazzmusiker muss sein eigenes Vokabular entwickeln. Er muss sozusagen seine eigene Marke entwickeln, wenn man von Markt spricht. Das heißt, er muss leicht wiedererkennbar sein und unverwechselbar sein. Das ist eine ganz große Herausforderung an jeden und eine ganz große Voraussetzung für jede Art von Erfolg. Der Künstler wird definiert durch seine Originalität, Eigenständigkeit in seinem Ausdruck, in seinem Vermögen, in der Entwicklung seiner persönlichen Fähigkeiten, die natürlich die Basis sind des Künstlers. Das, was einen guten Jazzmusiker ausmacht, ist ja genau das, dass er verwirklicht, was er selbst aus sich heraus fühlt. Also ich als Musiker nicht etwas mache, was möglicherweise mir selbst fremd ist, aber vielen Leuten gefallen soll. Authentizität und Originalität. Und das sind für mich beide Sachen, die Christian sehr deutlich mitbringt. Und das ist das, woran dann gearbeitet wird. Ein Student beginnt das zu entwickeln, muss mal schauen, ob er das drauf hat oder nicht. Ja, wenn nicht, dann muss er es abbrechen, dann muss er das einsehen. Oder eben er entdeckt, aha, er hat ein spezielles Ausdrucksvermögen, das ihn unterscheidet von anderen. Für mich war der Moment, als ich angefangen habe zu studieren, erstmal so ein Riesentüröffner. Also es war Wahnsinn. Wow, so viele Leute, die irgendwie auf Jazz stehen und die kennen ja alle die Platten und wahnsinnig erleichternd. Normalerweise ist das so eine Studienzeit, eine Zeit, wo Studenten sich zusammenfinden. Man sucht sich einen Raum in der Hochschule, übt, macht und tut und hat sozusagen den Forschungsgeist da, musikalisch. Zusammen eine gemeinsame Sprache entwickeln. Darum geht es für mich eigentlich im Jazz. Also kein Einzelkämpfertum, sondern dass man zusammen was erschafft, was man alleine halt nicht könnte. Und
Das ging dem Christian alles nicht schnell genug. Ich wollte halt irgendwie mehr. Und dann habe ich auch Dinge über den Haufen geworfen und so weiter. Und einfach nur, um zu gucken, was Neues geht. Er hat sehr viel mit Studenten gespielt. Viele wollten mit ihm spielen. Und das währte aber nicht lange, weil er sie alle rechts überholt hat. Und dann auch in der Kommunikation eine etwas unglückliche Form gefunden hat. Er ist ein sehr, sehr spezieller Charakter, ja. Und manche Leute sind vielleicht vom Kopf gestoßen. Weil er kann sehr impulsiv sein oder sehr, sehr direkt sein. Das war während der Studienzeit. Und damit hat er sich natürlich Feinde geschaffen. Na, ich bin nicht ausgerastet, aber ich bin so emotional ziemlich so ein Querdenker gewesen. Ich habe einen Drang gehabt, irgendwas anderes zu machen. Es kippte recht bald, dass die Lehrer sich bei mir beschwerten. Die kamen zu mir und sagten, der kann ja nicht Dur von Moll unterscheiden im Harmonieunterricht, in der Instrumentation. Der hat nur das Üben, das Schlagzeug im Sinn gehabt. Ich war unglücklich mit der Situation, wieder einmal. So halt, genau. Und da wollte ich einfach weg. Auch da. Studium hat er gesagt, er möchte nach Berlin ziehen. Dass er aus Dresden mal weggehen wird, das war mir sowieso klar. In Dresden bleibt man nicht mit so einem Talent. Berlin war Anfang der 2000er eine sehr wichtige Stadt für den Jazz, für die Entwicklung des Jazz, weil sich dort viele, viele Menschen getroffen haben, die experimental vorgegangen sind. Wir hatten einfach unglaublich viel Spaß. So. Ziemlich naiv aus heutiger Sicht, aber sehr viel Spaß und sehr, sehr euphorisch war das damals alles. Haben wir natürlich als Eltern, Christian bleibt in Dresden, macht ein Studium zu Ende. Er hat es auch zu Ende gemacht, aber ist nach Berlin gezogen. Berlin war die Stadt, in der ich sehr, sehr viel gelernt habe über mich selber und über die Musik. Als Neukölln noch nicht hip war, ist er an den Rand von Neukölln gezogen. Das letzte Loch. Halt so ein Hinterhof, Hinterhaus. Und da lebt eigentlich gar keiner. Da gab es halt irgendwie mein Bett und ein Schlagzeug drin. Auf jeden Fall konnte er da üben, hat auch Tag und Nacht geübt. Jam und sich treffen. Und ich konnte auch Leute einladen. Bei mir in der Butze ging es. Das war sehr interessant. Es war super. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass man mit eigentlich mit kompromissloser, relativ outer Musik Gigs spielen kann und rumkommt und Anerkennung bekommt. Beim Festival wie hier wird kein neuer Jazz erfunden. Nicht? Der Jazz wird nach wie vor, das Laboratorium des Jazz ist nach wie vor der Club. Und Jazzmusiker müssen primär Clubarbeit leisten, bevor man an große Festivals denken und davon vielleicht träumen kann. Sie probieren neue Dinge aus, sie probieren neue Sounds aus, sie probieren neue Konstellationen des Zusammenspiels aus. Sie probieren neue Wege der Komposition, des Arrangements, der Besetzungen aus, der Darbietungszusammenhänge. Sie entwickeln Musik weiter. Damit es weitergeht, damit man nicht in der Floskel stehen bleibt, wie es im Jazz auch gibt. Ne? Irgendwann entscheidet man sich für ein paar Floskeln und die spielt man immer in seinem Leben. Aber es gibt ja auch dieses ständige, das echte künstlerische Arbeiten. Ein forschender Musiker ist für mich einfach jemand, der nach neuen Strukturen sucht. Das Forschen geht überall hin. Songserweiterung, Klang und ich erweitere den Klang auch des normalen Schlagzeugs. Ich mache das teilweise akustisch, indem ich so einen Gewindestab nehme. Das ist ein ganz dünner Gewindestab.
den über die Becken reibst, hast du so hohe Frequenzen, die rauskommen. Und je nach Kraft und so kannst du so ein Obertonspektrum rausziehen. Ziehen, war es dann mit Wortes, ja. Und das ist interessant. Man muss sich so eine eigene Stimme erarbeiten. Weil ich finde, so jeder Mensch hat so seine eigene Stimme, die er irgendwie ausformulieren müsste. Das ist super wichtig, aber es macht kaum noch jemand. Und wenn du es machst, dann ist es umso schwer, überhaupt damit erhört zu werden. In Berlin ging es darum, irgendwie was zu machen, irgendwie was Kreatives. Muss man auch viel Mut mitbringen und viel so, da wird man natürlich auch enttäuscht. Und also es läuft ja nicht immer alles rund die ganze Zeit, logisch. Das muss man sich erarbeiten. Ich habe halt mein Ding gemacht, 2 Jahre, und dann musste ich Diplom abliefern. Das Examenskonzert ist das erste große Eintrittskonzert in die professionelle Welt des Musikers. Abschluss Hochschule, hinaus in die Welt. Was machst du? Ach, sagte, du kommst mal vorbei und spiel euch was vor. So, das war seine Antwort. Ich sage, wie machst du das in der Hochschule? Ja, mach ich in der Hochschule. Das war halt sehr schlecht organisiert von mir. Ich glaube, ich habe einfach nur so einen schäbigen Raum gemietet. Das war die 112 irgendwie, glaube ich. Gut, habe ich mich einverstanden erklärt. Ich bräuchte mal dann das Programm, was du da vorhast. Da kam nichts. Und er sagte dann nur, an irgendeinem, war wieder, glaube ich, ein Donnerstag, Vormittag um 10, kommt er und bringt ein paar Musiker mit von Berlin. Es war super heiß. Ich war eigentlich nicht so richtig bereit dafür, aber das habe ich schnell gemacht. Jemand hat mir sogar noch geholfen, so die Stühle gut hinzustellen, weil daran habe ich auch nicht wirklich gedacht, glaube ich, dass man das so schön präsentieren muss, dass es eine Konzertstimmung haben soll. Ich sage, Christian, der Raum sitzt voller Leute, missgünstiger Leute, die alle sehen wollen, wie du endlich auf die Nase fliegst. Und ich bin nicht der Eins, ich bin zwar der Prüfungskommissionsvorsitzende, aber da sitzen vielleicht noch 4 oder 5 Beisitzer, die alle sagen wollen, an der Stelle warst du zu schnell oder zu langsam, zu leise. Und mir wurde Himmelangst. Ne? Ich habe innerlich gezittert und dachte, hoffentlich geht das gut. Weil ich ja derjenige war, der immer ihn in Schutz genommen hat. Dann war es das. Das lief ganz gut, glaube ich. Der hat eine Prüfung gespielt, wo allen in der Prüfungskommission die Kinnlade runtergeklappt ist. Und wir konnten, mussten und durften ihm die höchste Bewertung geben, die wir je gegeben haben, nämlich 25 Punkte. Der hat ein wasserdichtes Examenskonzert gespielt und mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Nun kommt gleich anschließend wieder, wunderbar, Christian, ich sage, gehst du mal raus bitte, wir beraten uns. Und haben alle Studenten rausgeschickt, wir beraten uns und dann müssen wir noch mal mit dir reden. Dann sagt er so, muss ich mir den Stuss oder muss ich mir das auch noch anhören? Also das war schon wieder eine Nummer zu viel. Wenn er nicht die Leistung hätte, dann... Viele haben mir gesagt, dein Christian, der muss mal eine richtig aufs Maul kriegen. Und der kriegt auch mal eine so aufs Maul, dass er mal zur Besinnung kommt. Das Ideal des Jazzmusikers ist ja das Ideal der Freiheit, also der Entwicklung des Einzelnen in einer Gruppe von Gleichgesinnten. Aber
Um überleben zu können, muss man eben auch in einem Wettbewerb bestehen. Und möglicherweise lernen die Musiker nicht genug davon, von dieser Realität des Musikerlebens in der freien Wildbahn sozusagen. Vielleicht bekommen sie nicht genug mit auf der Hochschule, was das heißt. Es ist einem schon bewusst, wenn man den Weg einschlägt, dass man nie reich werden wird. Aber dass es dann so hart ist, ist den meisten, glaube ich, nicht bewusst, wenn sie damit anfangen. Total krass. Ich hatte so krasse Depressionen in dieser Zeit. Das war nach meinem Diplom. Genau. Und dann irgendwie habe ich mich verletzt. Ich wollte irgendwie unter die Bassdrum greifen, um die aufzuheben und so. Und ich bin in die Hocke gefallen quasi. Und da war so ein Arm, so ein Tom-Arm mit so einer Spitze. Und direkt drauf. Und dann war halt alles gerissen, was da reißen kann. Und ich habe die Augen nicht mehr aufgekriegt, die haben nur noch getränt. Und es war dann echt so Wochen. Und ich war selber auch so alleine. Ich hatte niemanden, so keine Freunde zu der Zeit. Und dann überhaupt alles zäh. Das war so ein halbes Jahr lang so verkriechen und da ging nicht viel machen. Es war bestimmt schwer für ihn. Also man muss sich das ja auch vorstellen, er ist mit 16 von zu Hause weg irgendwie und hat seitdem eigentlich diesen Kampf, den er führt, um die eigene Existenz. Ich dachte, ich komme da raus. Ja, natürlich. Beziehungsweise ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ich kam da einfach raus. Und durch Machen, Arbeiten, so schaffen, Dinge schaffen. Und das Rauskämpfen kam auch durch den Drang, Musik machen zu wollen. Joachim Kühn war für mich ein wichtiger Punkt, überhaupt rauszukommen aus diesem kleinen Berliner Klüngel. Wir haben einfach gespielt und haben ein bisschen aufgenommen. Hat Spaß gemacht und da ist mir der Christian auch sofort aufgefallen. Gleich beim ersten Stück schon. Das ist was ganz Besonderes, das ist nicht das Normale. Wir haben so hippie-mäßig gejammt und das fand ich halt super geil. So mit ihm zu spielen und wie sich's angefühlt hat. Bevor er zurückfuhr, habe ich ihm noch am Flughafen gesagt, ich würde gerne mit dir was machen. Lass dir doch mal was einfallen, was du gerne machen würdest. Und wir machen eine Aufnahme. Ich kümmere mich drum. Irgendwann war es so, du musst eine eigene Platte machen. Und zwar unter eigenem Namen. Weil ich hatte eigene Bands, aber die basierten alle auf so einer demokratischen Ebene. Ist ja auch üblich in Berlin, dass man Formationen hat, wo alle gleichberechtigt. Ja. Haben wir früher auch gemacht. Vielleicht ist das auch gut für irgendwas. Aber es ist auch gut, wenn jemand der Leader ist. Als Leader kannst du einfach deine eigene Soundvorstellung 100%ig realisieren. Der Leader ist derjenige, der bezahlt. Jetzt musste ich alles ansagen. Jetzt musste ich alles entscheiden und für ein ganzes Album die Musik komponieren. So ging es los. Er hat mich empfohlen dann auch ziemlich schnell. Ich habe dann ganz schnell die ersten Festivals gespielt mit ihm. Petter ist immer noch unterwegs. Der kommt erst um 3 Uhr an oder 3.15 Uhr. Und dann ist er um 3.45 Uhr da, aber Soundcheck ist 3.30 Uhr. Ich weiß nicht, was da schon wieder abgegangen ist. Ich verstehe es bis jetzt nicht. 15 Minuten später Ankunft bei einer halben Stunde Soundcheck und eine Viertelstunde auf der Bühne sein. Das ist ja unmöglich. Vanya, wie sieht's aus? Wie, du bist schon da? Also ich bin auch so gut wie hier. Wir sehen uns gleich. Gott sei Dank, dass du zumindest da bist. Petter ist unterwegs, oder was? Ich habe nichts gehört von ihm, aber er ist eigentlich Profi genug, dass er immer vorher Bescheid gibt. Ich denke mal, er wird dann einfach so ganz warm hier sein, hoffe ich mal. Wenn nicht, haben wir halt Pech gehabt. Ihr tretet als Zweiter auf, Rell, richtig? Ja. Dann macht ihr auch als Letztes den Soundcheck. Wirklich, so seid ihr. Das ist eure Logik. Interessant. Weil manchmal ist es ja umgekehrt, aber es ist völlig egal. Das ist nicht meine Logik. Meine Logik, die würdest du gar nicht verstehen wollen. Ich war extrem genervt, ja. Ja, es ist tatsächlich so, dass
ihr erst soundcheckt, dann kommt Anke, soundcheckt, macht Konzert und dann seid ihr wieder dran. Um 18 Uhr mit Konzert. Ja. So steht es zumindest bei mir in den Plänen. Ich muss mich zügeln lernen. Und das lerne ich mit dem Alter. Und ich glaube, es gelingt mir. Ab und zu. Ungefähr, aber ey, ich lasse mich bitte ganz kurz aufbauen. Hier kommt eine ganz demokratische Band, die nennt sich Amok Amo. Ich möchte von der Musik, dass man an mir was sieht, wie ein Kunstwerk, was du anguckst. Du kannst ganz viele Sachen reininterpretieren. Und es kann gut, es kann schlecht sein, es ist völlig egal. Aber es ist gut, die Auseinandersetzung mit der Musik. Der ewige Prozess. Jazz ist immer noch so, dass wir die ganze Zeit unterhalten. Da hat man aber den Jazz falsch begriffen. Ich kann nicht sagen, dass ich den Hörer unbedingt gefallen möchte, die ganze Zeit. Indem ich sage, hey, da bist du, komm mit, ich nehme dich an die Hand, ich möchte dich berühren. Es sollte darum gehen, jemandem was zu geben, was irgendwie mehr Relevanz hat und ein Beispiel sein kann für eine Alternative. Wenn ein Musiker nicht den Wunsch hat, für ein Publikum zu spielen und das Publikum mit dem, was er tut, zu berühren, dann soll er in seinem Proberaum bleiben. Dann soll er das für sich tun. So wie ich den Jazz erlebt habe, war es immer wichtig, als Hörer, dass mich der Musiker mit dem, was er tut, erreichen will. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ihm das sowieso vollkommen egal ist, was ich davon halte, dann gehe ich halt. Auch diese Konfrontation geben. In den Medien ist ja heutzutage gang und gäbe, dass man sagt, man muss die Menschen abholen, wo sie sind. Das bedeutet nichts anderes, als dass man meint, man wüsste, wo sie seien. Dieser Paternalismus wird noch als Dienstleister verkauft, wo die Menschen willfährig für ihre eigene Erniedrigung bezahlen viel Geld. Natürlich, wenn die jetzt diese Erniedrigung gewohnt sind, wünschen sie sich auch und gehen raus, wenn sie ernst genommen werden. Es muss der frische Geist in den Musikern drinstecken. Dieser provokatorische, jetzt erst recht. Und das
macht die Musik so faszinierend und eigentlich so spannend. Nur so kommt eben Veränderung. In einer Zeit, in der man immer nur nach außen schaut, in der man versucht, so viele Likes zu bekommen wie möglich, es ist natürlich schwer, eine eigene Idee durchzuhalten, ein eigenes Motiv zu entwickeln und überhaupt zu fragen, worum geht's. Aber das ist auch etwas, was die Gesellschaft lernen kann und was für die Zukunft A und O sein wird, wie man authentisch ist im Leben. Weil es gibt dann so und so viele junge Menschen, die sitzen in dem Konzert und denken, die spielen ja weiter, obwohl 20.000 Leute rausgehen. Das ist interessant, so etwas habe ich ja noch nie gesehen. Und da ist schon der Gewinn. Ich habe das Gefühl, dass Christian einer der wenigen Jazzmusiker auch aus meiner Generation ist, die international wahrgenommen werden. Da spüren sehr viele Leute sofort, da ist was Besonderes da. Das interessiert mich, das finde ich spannend. Er ist wichtig geworden für den Jazz. Er ist einer der wichtigsten jungen Musiker und auf dem Gebiet des Schlagzeuges wegweisend. In Deutschland und ich möchte meinen auch in Europa. Er wird seinen Weg gehen, er wird automatisch hinkommen, wenn er erst mal 40 oder 50 ist. Aber von ihm wird noch sehr viel kommen.